Hallo Borg, Halder, hallo Welt. Ja, was für ein dunkler Montag heute hier, ja. Es wird immer kälter und so wie der Wetterbericht ansagt, sollen morgen über 20 Grad sein oder fast 20 Grad, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir knapp 4 Grad, 3,9 Grad habe ich gerade draußen gesehen. Das ist richtig kalt, aber Wetter bringt Matze nachher noch. Wir fangen erstmal an mit den Infos der Woche. Fangen wir mit der Feuerwehr an. Wir, Matze und ich vom Borkheide News TV, haben uns mal gesagt, wir gehen einfach mal vorbei und sagen der Feuerwehr Danke für das, was sie hier im Sommer geleistet haben. Und wie wir das gemacht haben, könnt ihr gleich mal hier in dem Video sehen. Bitte schön. Anne, wusstest du eigentlich, dass die Feuerwehr letzten Sonntag schon wieder unterwegs war, ganze Nacht, und hat einen Waldbrand zwischen Borkwalde und Fichtenwalde gelöscht? Ja, ich glaube, es ist mal wieder Zeit. Ich schnappe mir mit Lutze mal ein Bier aus dem Kühlschrank und wir gehen mal schnell zur Feuerwehr und sagen mal wieder Dankeschön. Schnell noch umziehen vorher. Und los geht's. Ich bin dran übrigens. Ja, wir sind jetzt hier mit der Brause und den Limo und den Zelta, die wir hier in dem blauen Rennwagen hergebracht haben. Borkheide. Und ein Bier. Und ein Bier auch. Ah, Bier? Genau. Bier war bei. Ja. Ja, warum? Warum? Na, weil es laufen brennt. Und die Feuerwehr auch mal einen Grund haben muss, mal ein Bier zu trinken. Weil alle anderen sitzen zu Hause und trinken. Und die Männer und Frauen hier, die opfern ihre Freizeit für uns, für unsere Sicherheit. Und das muss auch mal. Es ist übrigens 21 Uhr, auch wenn es so hell ist. Ja, wir haben die anderen noch vor der Tür gelassen, die dürfen noch nicht rein. Ja, wie gesagt, es war im Sommer passiert, dass ich hier schon mal ein paar Getränke hergebracht habe, als es so heiß war. Und plötzlich danach, drei Tage später, also Dienstag war hier, Freitag brach die Hölle in Fichtenwalde los. Beim zweiten Mal wollte ich was herbringen, es hat zum Glück nicht geklappt, trotzdem brach wieder die Hölle aus. Jetzt war am Sonntag schon wieder Brand in Fichtenwalde, zwischen Fichtenwalde und Borkwalde. Und haben wir gesagt, dann machen wir es halt hinterher. Und aber nicht, dass es morgen brennt, aber es ist ja nass draus. Jetzt wird doppelt gelöscht. Aber du kannst heute noch mit uns ein Bier trinken, Sascha. Natürlich, klar. Ja, das ist auch so von uns jetzt, von uns hier, von Borkheide News TV, hier so ein kleines Dankeschön an eure Jungs und an euch, an dir und überhaupt an die Freiwillige Feuerwehr, damit ihr so schön aufgepasst habt, dass Borkheide stehen geblieben ist. Also macht weiter so, deswegen kleines Dankeschön von uns, wir trinken jetzt gerne mit euch ein Bier. Das genau. Füllen wir jetzt nicht mehr, wir sagen jetzt einfach Tschüss aus der Feuerwehr und ich mache noch für die Montagssendung mache ich noch einen kleinen Bericht, aber der kommt dann erst anschließend. Und zwar über die neuen Mitglieder der Feuerwehr, die nämlich gerade ihre Truppmannprüfung bestanden haben. Aber das mache ich in einem separaten Film. Tschüss von mir. Tschüss. Von Lotze. Und tschüss von... Genau. Wir sehen uns sowieso gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, das hat Spaß gemacht und so wie Matze schon mal angedeutet hat, hat er noch mehr Informationen von der Feuerwehr oder bezüglich der Feuerwehr. Auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Matze, was willst du uns noch erzählen? Ja, genau. Apropos Feuerwehr, da war ja noch was. Ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass ich noch ein paar Informationen habe zur Ausbildung bei der Feuerwehr. Und es ist ja nun so, Feuerwehrleute wachsen ja nicht irgendwo im Wald, so wie die Pilze im Herbst normalerweise. Nein, da ist natürlich auch Jugendarbeit und Nachwuchsförderung dabei und auch der ein oder andere findet sich mal so und stößt zu der Truppe dazu und dazu gehört auch die Ausbildung und zwar beginnt das mit der Truppmann 1 Ausbildung, um im regulären Feuerwehrdienst mit zu den Einsätzen fahren zu dürfen und dort auch voll einsatzbar zu sein. Aus diesem Grunde gab es jetzt vor 2 Wochen in Plessow eine Truppmann 1 Ausbildung, wo 4 Nachwuchsfeuerwehrkinder, sage ich jetzt mal, Jugendliche, ne, also aus der Kinder- und Jugendfeuerwehr, Jugendliche in den regulären Dienst nachgerutscht sind und dort ihre Prüfung bestanden haben. Und hier ein paar Bilder.
noch dazu. Und ich sage an dieser Stelle mal herzlichen Glückwunsch zur geschafften Ausbildung. Toi, 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 alles Gute für euch. Passt auf euch auf vor allem und passt natürlich auch auf uns auf. Wir vertrauen auf euch. Macht weiter so. Ja, wenn das mal nichts ist, so ein Nachwuchs braucht die Feuerwehr ja immer. Wer da gerne mitmachen möchte, auch in jungen Jahren, kann sich dort einfach mal melden. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. So, weiter geht's. Am Samstag war Oktoberfest gewesen, und zwar in der Gaststätte am Waldbad. Wie ihr hier sehen könnt, war dort richtig was los gewesen, richtig dolle Mucke. Das ging schon bis nachts halb eins, eins, also 12 Uhr ist ja offiziell eigentlich Schluss. Es waren circa 100 Gäste anwesend gewesen. Es gab Haxen, richtig leckere Mini-Haxen mit Klößchen und Sauerkraut. Ich habe auf Sauerkraut mal verzichtet. Richtig Mucke, ordentliche Maß Bier. Da ich nicht so ein Biertrinker bin, habe ich mich mit den kleinen Gläsern vergnügt. War eine richtig gute Stimmung und die Gäste haben ordentlich getanzt, so wie zu Annemarie und sonstigen bayerischen Musik angeboten. Ja, das war es zumindest in diesem Jahr gewesen. Es war gerade noch rechtzeitig zum Oktoberfest, denn nächsten Samstag wäre es ja schon zu spät, da sind wir schon im November, aber ich glaube, das tut dem doch keinen Abbruch. War jedenfalls sehr angenehm gewesen und mal schauen, wie es nächstes Jahr damit aussieht. So, dann haben wir noch ein paar Ankündigungen hier. Und zwar der besondere Abend am Samstag, am Samstag sage ich schon, am Sonntag, den 4. November 2018, 20 Jahre der besondere Abend. Diesmal allerdings im Musikraum der Hans-Grade-Grundschule, Friedrich-Engels-Straße. Und zwar spielen da Cornopia-Trio. Ich hoffe, ich spreche es jetzt hier aus, richtig aus. Seong Eun Lee an der Oboe, Eun Young Lee am Klavier und Peter Arnold Horn, wie gesagt, am 4. November um 17 Uhr in der Grundschule Borgheide der besondere Abend. Dann gibt es noch eine Information von der Bürgerinitiative Fichtenwalde. Die sind ja, die haben sich bekanntlich auf die Fahnen geschrieben, die Windräder im Wald zu verhindern. Und die Firma JUWI hat ja die Genehmigung erteilt bekommen, sofort mit dem Bau von Windkraftanlagen südlich der Eisenbahnlinie Berlin-Dessau mitten im Wald zu beginnen. Das gilt es zu verhindern, sagen sie. Deswegen planen die Bürgerinitiative eine Demo. Und zwar am 10.11.2018. Und um diese Demo vorzubereiten, trifft sich die Bürgerinitiative am Dienstag, den 30.10., also morgen um 18:30 Uhr im Hans-Grade-Haus am Markt über Nahkauf. Nein, nicht in Borgheide, sondern in Fichtenwalde. Also im Hans-Grade-Haus in Fichtenwalde am Markt über Nahkauf. Sie bitten da um rege Teilnahme. Ideen sind gefragt. Und die Protestveranstaltung, wie gesagt, findet am 10.11.2018 um 14 Uhr in Reesdorf statt, Ortsteil Spargelstadt-Beelitz-Kaninerstraße in Richtung Autobahnunterführung. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich dort einfinden. Die Veranstaltung steht unter dem Thema keine Errichtung von Windkraftanlagen in Wäldern. Und es wird protestiert vor dem Hintergrund der Anordnung des sofortigen Vollzugs der Errichtung von 12 Windkraftanlagen im Wald der Reesdorfer Heide auf dem Gebiet der Spargelstadt Beelitz. Ja, wenn die Dinger mal brennen, ist Schicht im Schacht, dann können wir die Bäume gleich abholzen. So, dann gibt es noch eine Info von Nadine Hoffmann, ihres Zeichens Chefin von lostanzen.de. Am Samstag, den 17.11., finden Workshops mit Trainer Christoph Brandt statt. Und zwar drei Kurse. Der erste Kurs beginnt um 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr für die erste und zweite Klasse. Der zweite Kurs von 12 bis 13 Uhr ab dritte Klasse. Und der dritte Kurs ab 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr von 3 bis 5 Jahren. Kosten pro Kind 9 Euro. Und der Trainer kommt für den zweiten Workshop nach Borgheide. Er hielt seine Ausbildung an der staatlichen Artistenschule in Berlin und unterrichtet an zahlreichen Einrichtungen Kinder und Erwachsene. Anmeldung bitte unter, wie hier auch zu sehen ist, nadinehoffmann@lostanzen.de unter Angaben von Namen, Alter sowie Kurs 1, 2 oder 3 bei Nadine Hoffmann. So, dann haben wir noch am 8. November, nicht zu vergessen, Rallye Dresden-Banjul 2018. Marcel Mika mit seinem Team möchte sich von den Borgheidern und den umliegenden Gemeinden vor der Rallye, die fängt ja am 10. an,
Und zwar am 8. um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz Borgheide verabschieden. Das heißt, wir machen hier eine Extra-Verabschiedung mit diesem Auto hier, was hier zu sehen ist. Wer sich das Fahrzeug mal anschauen möchte und persönlich mit dem Team reden möchte, ist natürlich herzlich willkommen. Und wer dazu noch etwas spenden möchte, denn die bringen ja die Fahrzeuge nach Banjul, also in Gambia, und dort werden sie gespendet für guten Zweck. Also wer da was mitgeben möchte, so Kleinigkeiten, kann sich dort nochmal einfinden. Kommen wir zum Sport. BSV 90 wieder gegen SPG Cisa Glienicke 2, 5 zu 1. Und was wir dort gesehen haben, haben wir hier in ein paar Videoausschnitten zusammengefasst mit natürlich einem Kommentar des Trainers. Bitte schön. Hartmut, herzlichen Glückwunsch zum 5 zu 0. War wieder richtig gut gewesen. Ja, aber ich habe so festgestellt, so ein bisschen Druck hat gefehlt, ne? Das 1-0 gleich in der zweiten Minute spielt nicht immer in den Karten. Es ist zwar eine gewisse Sicherheit, denn, ja. Aber es verleitet auch ein bisschen. Und das hat man gemerkt, erst als wir angefangen haben, wieder unsere Fußball zu spielen, konzentriert waren, über die Außen vor allen Dingen gespielt haben, da waren wir gerade in der Folge Tore geschossen. Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Wir haben eine Phase gehabt, wo wir zu viel Ballverluste hatten, den Gegner praktisch stark gemacht. Und ein starker Gegner bestraft sowas. Da haben wir Glück gehabt ein bisschen, dass es eben so war, weil wir auch nicht mehr Fußball gespielt haben. Das muss man so kritisch sehen, auch beim 5-0-Sieg gibt es auch noch was, was man ansprechen muss. Genau, mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, eigentlich habe ich immer auf das Ausgleichstor irgendwie oder zumindest noch so ein Einser-Tor von den anderen. Damit habe ich immer gerechnet, aber der Torwart war richtig gut. Ne? Er hat richtig gut gehalten im Vergleich zum letzten Spiel, wo wir ja ein bisschen Pech hatten, aber... trotzdem, wirklich war ein cooles Spiel gewesen, muss ich sagen. Wieder mal 5-0 gewonnen und die Mannschaft steigt immer weiter. Ne? Ja, es ist ja auch Potenzial vorhanden. Es ist ja nicht so, dass das schlechte Jungs sind. Also, da sind schon Leute bei, die hoch Fußball spielen können. Das sieht man ja. Und nicht umsonst sind wir in der Tabelle schon da, wo wir jetzt sind. Und in der kurzen Zeit fallen. In der kurzen Zeit, ne? Genau. Das ist die erste Saison, dass die Mannschaft hier überhaupt aktiv ist. Genau. Die kennen die gar nicht. Der Glienicke sagte, die haben von Borgheide vorher noch nichts gehört. Ja, ja. Und haben jetzt, jetzt kennen sie uns. Genau. In Borgheide. Und, was wir nicht vergessen wollen, Hartmut, Merchandising. Ja. Es gibt Schals hier, richtig schicke, warme Schals übrigens. Ja, weil hier ist es saukalt heute. Für 15 Euro noch. Ihr macht eigene Schals, habe ich gehört. Ist immer in der Planung, ja. Ja, und Rucksäcke gibt's und Schals hier. Wer den Verein unterstützen möchte, der kann sich hier mal mit Gerne. Fußball... Kann auch jeder so. Wir sind für jede Spende dankbar. Ja, ne? Und wir könnten jeden Euro können wir hier brauchen. Nochmal super, war wieder ein schönes Spiel. War schön hier. Wir sehen uns in 14 Tagen gegen? In 14 Tagen, ja, haben wir nochmal ein Heimspiel. Ja. Haben wir nochmal ein Heimspiel. Ja. Nochmal in 14 ja. Tagen hier auf dem Sportplatz in Borgheide, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Genau. Hier in Borgheide zum nächsten Spiel. Genau. Jeden kommenden Sonntag sind wir offiziell spielfrei. Ja, super. Alles klar. Ja, herzlichen Glückwunsch der Fußballmannschaft. Ihr seid wirklich toll und habt uns bisher, seitdem ihr hier spielt, so richtig schön verwöhnt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Nächstes Wochenende frei und am übernächsten Wochenende wieder ein Heimspiel hier in Borgheide. Ich bin dabei und wie man hier sehen kann, da hängt mein Borgheide-Fanschild, Fanschal, nicht Fanschild, Fanschal natürlich. Ich freue mich, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Jetzt fehlt nur noch das Wetter. Matze, erzähl mal, was los wird jetzt in der nächsten Woche. Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Das Wetter kommt heute vielleicht aus Borgheide oder vielleicht machen wir das Wetter aber auch aus Berlin, Friedrichstraße. An einem kulturhistorischen Ort der deutschen Teilung, hier am Tränenpalast. Ja, könnte man eigentlich, es wird dunkel, da redet man nicht mehr über das Wetter, da sehen wir auch gar nicht, wie das Wetter wird. Ich glaube, ich mache nochmal einen kleinen Schwenk nach Borgheide vielleicht. Ja, das war ein wenig Regen in den letzten Tagen, aber so wie die Perspektive für die kommenden 2 Wochen aussieht, war es das jetzt auch erstmal mit dem Regen. Da wird wohl nicht viel von übrig bleiben. Temperaturen am Dienstag, es geht nochmal bergauf, bis zu 20 Grad sind wohl vorhergesagt, wobei es sich dann ab Donnerstag und Freitag Richtung Samstag wieder um die 10, 11 Grad Tagestemperatur einpegeln wird. Also wer das zum 5. Mal abgrillen möchte, kann das am Dienstagnachmittag gerne nochmal tun, es soll wohl schön werden. Ja, ansonsten,
gab letztens noch einen Tipp. Da sagte mir jemand, Mensch Matze, du musst beim Wetter nicht immer so grimmig gucken. Naja gut, manchmal, wenn man rausguckt und das Wetter moderiert, kann man gar nicht anders gucken. Ist natürlich ein anonymer Hinweis. Daniel, ich sage auch keinem, wer hat gesagt hat. Ich versuche mal zu gucken, so ein bisschen lustiger zu gucken, aber das Problem ist einfach, dieses, das ist nun mal mein lustiges Gesicht. Soweit von hier. Schöne Woche. Ciao. Ja, man soll es kaum glauben, jetzt noch kalt, nachher richtig warm wieder. Die Woche soll eigentlich noch schön werden. Wir werden sehen, es ist die letzte Ferienwoche. Genießt die Tage noch. Das war es eigentlich schon wieder hier bei Borkheide News TV. Wie immer hier am Mikrofon und vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss.